QR-Code-Registrierung geplant, um die Corona-Maßnahmen durchzusetzen, die Einhaltung der Zugangsregeln zu allem Möglichen soll konsequent und noch intensiver als bisher kontrolliert werden. Ich zitiere hier aus einer Pressemitteilung der Bundesregierung, der, ja, wie soll ich sagen, Länder, des Länderzentralkomitees oder wie es Merkel nennt, auch die Ministerpräsidentenrunde. Bei nicht geimpften Personen verläuft angeblich die Corona-Erkrankung wesentlich häufiger schwer. Das behauptet man hier ohne Belege. Sie weisen ein deutlich höheres Ansteckungsrisiko für andere auf. So behauptet man. Und das ist der Grund nun für flächendeckende 2G-Regelungen. So, das wird hier dick markiert, fett markiert. Besondere Maßnahmen sind für Ungeimpfte notwendig. Eben um das einzuhalten, sind hier die QR-Code-Registrierungen geplant, damit Menschen, Bürger hier entsprechend ja verfolgt werden können, digital verfolgt werden. Das habe ich eben zwischen den Zahlen herausgefunden. Mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung, WIM. Und ein paar weitere Informationen zeige ich jetzt mal. Erstmal hier oben, hier darum geht's, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 18.11. Videoschaltkonferenz Bundeskanzlerin. Und hier noch die Informationen, dass angeblich die Landtage noch irgendwie eingeschaltet werden sollen. Da sind wir mal gespannt. Und ganz am Ende, das steht dann noch, das, da kann ich jetzt nicht hinscrollen, aber egal, dass am 9. Dezember die Wirkung dann noch einmal, ich versuche es hinzuscrollen, die Wirkung der Maßnahmen, hier ist es, die Wirkung der auf Grundlage der Information ergriffenen Maßnahmen nochmal evaluiert, also es wird evaluiert. Da sind wir mal gespannt und das wäre auch eine Möglichkeit nachzufragen. Also, liebe Bürger, nicht nur Journalisten, sondern jeder Bürger kann nachfragen, ja, wenn es hier evaluiert wird, auf welcher Basis wird denn dann hier was evaluiert? Das ist hier die große Frage. Ich will es hier einfach mal langsam durch, dass man hier die komplette Sache, wer mag, sich mal anschauen kann. Ja, da muss man einfach auf Pause drücken. Das wird von den Medien verschwiegen. Die digitale Registrierung, hier noch einmal die flächendeckende 2G-Regelung, die Apartheid, Impfapartheid soll hier digital verfolgt werden, wie schon im März, April, Mai 2020 befürchtet. Das wird jetzt Realität. Die Verfolgung, die, ja, wie soll man sagen, die digitale Verfolgung eben hier noch einmal im Einzelnen, wer mag, viel Text. Aber ich habe es für euch hier auseinanderklamüsert. Das findet man nirgendwo in keiner einzigen Pressemitteilung bislang heiß, brandheiß. Danke.